Geehrte Frau Botschafterin, sehr geehrter... Es war die Überraschung des Jahres, die die Familienministerin Schwesig auf der Internationalen Friedenskonferenz in Istanbul verkündete. Deutschland nimmt 55.000 syrische Kinder auf. Schwesig nannte den Syrien-Konflikt, in dem bisher über 150.000 Menschen getötet wurden, ein Schandfleck für die internationale Staatengemeinschaft. Schwesig will persönlich unter Lebensgefahr nach Syrien reisen. Erste Station, die ehemalige Metropole Aleppo. Vor dem Krieg lebten hier 3 Millionen Menschen. Heute sind es nur noch die Ärmsten der Armen, die sich eine Flucht nicht leisten können. Trotz anhaltender Kämpfe will Ministerin Schwesig die ersten 100 Kinder treffen, die nach Deutschland einreisen dürfen. Viele von ihnen stammen aus dem Viertel Salaheddin, an der Frontlinie zwischen Rebellen und Assad-Regierung. In einer der wenigen noch funktionierenden Schulen bereiten sich heute Kinder auf die deutsche Ministerin vor. Danke. Mit ihrer Lehrerin haben sie Plakate und Spruchbänder gebastelt, mit denen sie die deutsche Ministerin empfangen wollen. Auch Staatssekretärin Elke Ferner und Nordrhein-Westfalens Innenminister Ralf Jäger gehören zu denjenigen, denen die Kinder für ihre Rettung danken wollen. Eine davon, die 9-jährige Seina. Danke, Minister Schwesig. Viele der Kinder haben ihre ganze Familie im Bombenhagel verloren, sind völlig traumatisiert. Die Schule, die durch private Spenden finanziert wird, versucht das aufzufangen. Die Botschaft von Schwesigs Alleingang hat Begeisterung unter den Kindern ausgelöst. Typisch deutsche Süßigkeiten vermitteln ihnen einen ersten Eindruck von dem, was sie erwarten wird. Doch nicht alles kommt gut an. Mit ihrer Aktion hat sich Manuela Schwesig schon jetzt für immer einen Platz in den Herzen der Menschen hier gesichert.